Seit 2012 wird beim barrierefreien Ausbauprogramm unseres U-Bahn-Netzes richtig Tempo gemacht. In Phase 1 hat man bereits den Ausbau von 20 Haltestellen geschafft. Nun hat Phase 2 begonnen und damit ein echter Kraftakt für die Hochbahn. Denn 2016 und 2017 werden so viele Haltestellen wie noch nie zeitgleich umgebaut. In diesem Jahr im Fokus des barrierefreien Ausbaus der Hamburger Hochbahn steht der nordöstliche Ast der U1. Und genau deswegen schauen wir uns heute in der Gegend mal ein bisschen genauer um. Wir starten aber mit einem historischen Rückblick auf die Walddörferbahn. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Hochbahnmagazin. 1912 schlossen Hamburg und Preußen einen Staatsvertrag über den Bau einer etwa 28 Kilometer langen durchgehenden Bahnstrecke von Barmbek nach Wohldorf-Ohlstedt und Großhansdorf. Ziel war es, die sogenannten Walddörfer an die Hamburger Innenstadt anzubinden. Aufgrund der schwierigen politischen Situation verzögerte sich die Realisierung der komplett oberirdischen Strecke jedoch immer wieder. Anfang der 1920er Jahre konnte die Walddörferbahn dann endlich den regulären Betrieb aufnehmen. Jan Hinnack Voss, Bürgermeister der Gemeinde Großhansdorf, erklärt uns, dass der Bau eines nordöstlichen U-Bahn-Astes auch aus politischer Sicht wichtig war. Wie war die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja. Die war sehr angespannt für Einheimische natürlich auch wie für die Hamburger. Viele Hamburger sind ausgebombt worden und sind dann über die Walddörferbahn hier nach Großhansdorf gekommen, aufs Land. Sie kannten Großhansdorf vielleicht vom Vorkriegsausflügen. Großhansdorf hatte damals 1948 5.700 Einwohner und davon 3.600 Flüchtlinge. Okay. Das war die Gemeinde mit der höchsten Flüchtlingsrate, die es gab in Deutschland. Viele sind dann hier geblieben und viele natürlich dann im Laufe der Jahre auch wieder weg. Heute gehört die Gemeinde Großhansdorf zu Schleswig-Holstein und zählt etwa 9.500 Einwohner. Wir verfolgen in der heutigen Sendung ja das Thema Barrierefreiheit der Hamburger Hochbahn. Inwiefern spielt das hier bei Ihnen eine zentrale Rolle auch? Eine große Rolle natürlich. Barrierefreiheit bedeutet ja auch Zugang für schwerbepackte Senioren, Mütter mit Kindern, Fahrradfahrer. Es kommen ja auch viele mit dem Fahrrad hier und machen dann Radtouren von Großhansdorf aus. Also das hat eine sehr, sehr große Bedeutung und wird auch dadurch deutlich, dass wir den jetzigen Bau an Schmalenberg mit 1,2 Millionen Euro bezuschussen. Die Gemeindevertretung hat das Geld zur Verfügung gestellt und das ist eine der teuersten Großbaumaßnahmen, die wir haben. Und warum darüber hinausgehen die Walddörferbahn so sehr im Fokus steht in Sachen barrierefreien Ausbau, das erfahre ich gleich dem Zuschauer von Herrn Lang, nämlich in der Leitstelle der Hamburger Hochbahn. Da fahre ich jetzt hin. Herr Voss, Ihnen vielen Dank. Dankeschön. So, kommt Sie guten Abend. Für mich geht es weiter mit Kiekut. Kiekut heißt, kiek mal mir. Schau aus. Schau aus. Schau raus. Genau. In dem Sinne, tschüss. Gut, tschüss. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Von hier aus benötigt die U1 eine gute halbe Stunde bis in die Innenstadt. Mit dem Auto wäre man etwa genauso schnell, da hat man den Stau aber nicht mitgerechnet und außerdem ist U-Bahn-Fahren viel entspannter. In der Leitstelle erzählt uns Jens Günther Lang, Technikvorstand der Hochbahn, dass man die Bauarbeiten entlang der Walddörferbahn aus einem bestimmten Grund angeht. Anfang Dezember 2013 hat Orkan Xaver ganz Hamburg in seiner Gewalt. In der Nacht zum 6. Dezember stürzt ein Baum auf die Gleise zwischen Kiekut und Großhansdorf. Ein Zug der Linie U1 prallt gegen den Stamm und entgleist. Zum Glück kommt kein Fahrgast zu Schaden, aber auch eine Brücke wird beschädigt. Und zwar so stark, dass wir diese Brücke zwar provisorisch reparieren konnten, aber jetzt endgültig reparieren. Das hat aber zur Folge, dass wir diesen Abschnitt dort draußen zwischen Volksdorf und Großhansdorf für über 3 Monate in diesem Jahr sperren müssen. Mhm. Und die Chance haben wir ergriffen, um eben nicht nur diese Brücke auszutauschen und zu reparieren, sondern eben alle Maßnahmen einschließlich des barrierefreien Ausbaus in diesem Abschnitt zeitgleich durchzuführen. Mhm. Das ist also ein sehr großes Projekt geworden mit sehr vielen Themen, 18 Teilprojekte. Und genau das tun wir. Im Detail bedeutet das Folgendes. Insgesamt 6 Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut. Zum einen sind das Burghorn und Ohlstedt, zum anderen sind es die Haltestellen Buchenkamp, Ahrensburg West, Ahrensburg Ost und Schmalenbeck. Gebündelt werden diese Maßnahmen mit einer umfangreichen Erneuerung von 7 Brücken sowie Gleisbauarbeiten. Ein enormer Koordinierungsaufwand, denn die Einschränkungen für Fahrgäste sollen so gering wie möglich gehalten werden und der Betrieb läuft größtenteils parallel weiter. Trotzdem ist eine Sperrung der Strecke zwischen Volksdorf und Großhansdorf vom 2. Juli bis zum 20. Oktober unumgänglich.
Auf was muss ich mich einstellen als Fahrgast? Also Hochbahn wäre nicht Hochbahn, wenn sie nicht einen vernünftigen Ersatzverkehr organisieren würde. Also insofern haben wir natürlich einen sehr leistungsfähigen Ersatzverkehr organisiert mit Gelenkbussen. Und wir fahren eben zwischen Großhansdorf und Volksdorf einen entsprechenden Betrieb, Ersatzverkehr, leistungsfähig, fahren alle Haltestellen an, mit einer Ausnahme der Haltestellen Buchenkamp. Da kommen wir mit den großen Bussen nicht ran. Und insofern haben wir da noch einen separaten kleinen Shuttle eingerichtet, der zwischen Buchenkamp und Volksdorf direkt verkehrt, sodass also die Fahrgäste auf jeden Fall vernünftige PNV-Erschließung auch während der Betriebsunterbrechung vorfinden werden. Die Vielzahl an Einzelmaßnahmen macht dieses Projekt zum aufwendigsten Instandsetzungs- und Ausbauprojekt der Hochbahn seit Jahrzehnten. Außerdem beginnen Anfang Juli die Arbeiten an den U2-Haltestellen Hagendehl und Joachim-Mehl-Straße. Zusammen mit der Haltestelle Klosterstern, die Ende des Jahres fertiggestellt wird, werden sich damit 9 Haltestellen parallel im Umbau befinden. Was sind die ganz besonderen Herausforderungen bei diesem wirklichen Mammutprojekt? Also eine Herausforderung sicherlich, Sie haben es gerade schon anklingen lassen, dass im laufenden Betrieb teilweise gearbeitet wird. Was sind andere Herausforderungen? Naja, wir haben in Summe fast 40 Haltestellen, die wir ja barrierefrei ausbauen müssen. Und jede ist eine einzelne technische Lösung. Es gibt nicht die Standardlösung. Jede Haltestelle braucht eine eigene Planung und es gibt da sehr komplexe Planungen. Und bei bestimmten Haltestellen können wir eben alles unter Betrieb machen. Und wie wir es jetzt aber in den Walddörfern sehen, da geht es dann eben nicht, weil wir einfach in den Gleisraum müssen, um bestimmte Maßnahmen zu machen. Und da gilt es dann eben, es alles so zu koordinieren, dass unsere Fahrgäste trotzdem mit uns weiterhin fahren und auch zufrieden sind. Wunderbar. Herr Lang, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Gerne. Ich sage ganz kurz, wie es in der Sendung weitergeht. Für Sie, liebe Zuschauer, gibt es nämlich jetzt die Kurznachrichten, bevor ich wieder nachher in die U1 gehen werde und mir die Baumaßnahmen angucke. Und wir starten mit der Bilanz 2015 der Hamburger Hochbahn. Positiver Rückblick. Nach 2 Jahren mit einem schwächeren Wachstum stiegen die Fahrgastzahlen im vergangenen Jahr um 1,5% an. Auch wirtschaftlich ist die Bilanz 2015 positiv. So stieg zum Beispiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um rund 54% auf 44,6 Millionen Euro. Abschreibungen um rund 54% auf 44,6 Millionen Euro. Es sind alle Planziele erreicht worden, aber wenn man dahinter schaut, dann ist man im Ergebnis sogar 5 Millionen besser als geplant. Der Kostendeckungsgrad konnte gehalten werden auf knapp 90%, damit weiterhin insbesondere im deutschlandweiten Vergleich ein Spitzenplatz. Um Attraktivität und Angebot für Fahrgäste weiter zu steigern, setzt die Hochbahn vermehrt auf ihre Digitalisierungsstrategie. Erste Stellschrauben auf dem Wege zur sogenannten neuen Mobilität sind die Pilotprojekte zum Thema WLAN sowie zum bargeldlosen Bezahlsystem Check-in, Be-out. Weitere Themen der Jahresbilanz waren unter anderem die Aufstockung der DT5-Flotte, die Beschaffung ausschließlich emissionsfreier Busse ab dem Jahr 2020 und die Investitionen in die betriebliche Infrastruktur in Gestalt neuer Busbetriebshöfe sowie einer neuen U-Bahn-Werkstatt. Bürgerbeteiligung gestartet. Anwohnerinnen und Anwohner sollen in die Planungen zum Bau der neuen U-Bahn-Linie 5 im Abschnitt Ost einbezogen werden. Dazu hat die Hochbahn bereits Ende Juni in der Stadtteilschule Bramfeld einen Bürgerdialog veranstaltet. Am 12. Juli folgt die Auftaktveranstaltung für Steilshoop. Darüber hinaus startet am 14. Juli die Bürgerbeteiligung zur Ausfädelung der U4 in die Horner Geest. Neben der Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen die Bedürfnisse und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger ermittelt werden, um sie in die Planungen mit einfließen zu lassen und diese zu ergänzen. Weitere Veranstaltungen entlang der künftigen Strecke der U5 sind nach der Sommerpause geplant. So, liebe Zuschauer, wir sind zurück aus den Kurznachrichten. Mittlerweile bin ich in Ohlstedt angekommen, zusammen mit Alf Gauer. Und wir werfen gemeinsam einen Blick auf den aktuellen Stand der Baumaßnahmen in Sachen barrierefreier Ausbau. Wie sieht der aus, der Stand? Ja, im Augenblick im Terminplan, alles gut. Wir haben also hier 3 Maßnahmen, die wir zum barrierefreien Ausbau durchführen wollen. Die eine Maßnahme ist natürlich ein Aufzug bauen. Und der wird den Bahnsteig mit der historischen Schalterhalle verbinden. Momentan noch etwas schwierig vorzustellen, doch so wird es am Ende einmal aussehen. Die Haltestelle Ohlstedt ist übrigens knapp 100 Jahre alt. Ganz klar, dass nach so langer Zeit auch die beiden Stahlbrücken über die alte Dorfstraße ausgedient haben. Also wurden die Bauwerke im Zuge der Modernisierung ausgewechselt und das im laufenden Betrieb.
Aufgrund des Denkmalschutzes gibt es an vielen Haltestellen im Hamburger U-Bahn-Netz strenge Auflagen, die bei Umbaumaßnahmen berücksichtigt werden müssen. So konnte man sich in Ohlstedt auf einen Kompromiss einigen, um den Bahnsteig mit einem taktilen Leitsystem für sehbehinderte Fahrgäste auszustatten. Dieses taktile Leitsystem funktioniert natürlich nur, wenn nebenan ein relativ glatter Stein liegt. Mhm. Wenn wir jetzt das Historische, was man hier in dem anderen Bereich sieht, den historischen Belag dagegen sieht, dann würde wahrscheinlich jemand, der sich mit einem Blindenstock daran orientiert, dieses Ziel nicht finden. Okay. Und deshalb wird der gesamte Bahnsteig hier komplett mit neuem Plattenbelag ausgelegt. Aber um die Historie zu erhalten, wird eben ein kleiner Bereich, der nicht für die Orientierung störend ist, in dem alten Muster gelassen. Und zu guter Letzt wird natürlich noch der Bahnsteig erhöht, um den Ein- und Ausstieg für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste zu erleichtern. Wir fahren noch einen weiteren U-Bahnhof an, den Buchenkamp. Die Haltestelle ist in etwa genauso alt wie Ohlstedt und größtenteils baugleich. Der Buchenkamp wird von der Sperrung ab Anfang Juli betroffen sein. Wie die anderen Haltestellen im Bauabschnitt wird die Station nicht nur barrierefrei ausgebaut, sondern auch grundlegend restauriert. Das ist zum Beispiel, dass der Korrosionsschutz der Stützen in Ordnung gebracht wird. Man hört jetzt gerade schon im Hintergrund, dass die an den Stützenfüßen schon der Korrosionsschutz erneuert wird. Kollegen sind eifrig am Arbeiten, man hört es. Genau. Ja. Und die Dachhaut, die Dachabdichtung wird erneuert. Und von daher passiert also vieles hier noch zusätzlich. Aber es hat natürlich auch den großen Vorteil, dass wir diese Sperrung einmal machen und ganz, ganz viele Maßnahmen bündeln, um für die Fahrgäste nicht jedes Jahr wieder eine Sperrung zu haben. Wir fassen noch einmal zusammen. Viele Haltestellen der Hamburger U-Bahn sind bereits über 100 Jahre alt. Damals stand aber nicht der barrierefreie Zugang zu den einzelnen Haltestellen im Fokus, sondern vielmehr die Neuartigkeit des Verkehrsmittels mit all seinen Vorteilen. Die gebündelten Arbeiten entlang der Walddörferbahn sind ein gutes Beispiel dafür, wie der barrierefreie Ausbau in unserem U-Bahn-Netz weiter vorangetrieben wird. Eine Übersicht aller Haltestellen, die bereits heute barrierefrei erreichbar sind und die, die in den kommenden Jahren fertiggestellt sein werden, erhält man am einfachsten im Internet unter hochbahn.de. In Hamburg sind übrigens aktuell insgesamt 57 U-Bahn-Haltestellen barrierefrei ausgebaut. Bis zum Ende des Jahres werden es dann 59 sein. Und die Hochbahn arbeitet mit Hochdruck daran, dass zu Beginn des kommenden Jahrzehnts alle U-Bahn-Stationen der Hamburger Hochbahn barrierefrei sind. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. In Hamburg sagt man Tschüss!